Einige der beliebtesten Lego-Burgen hatten ein schwarz-graues Farbkonzept. Um eine solche Burg wieder verfügbar zu machen, habe ich diese Festung der Seeufergrafschaft beim Bricklink Designer-Programm eingereicht. Wenn es dort die notwendige Resonanz findet, kann es zu den 5 Modellen zählen, die 2024 von Lego produziert werden. Das Modell besteht aus nur 933 Teilen und könnte daher für viele erschwinglich sein. Trotzdem macht die Festung im offenen Zustand einiges her. Das liegt zum einen an dem verwinkelten Aufbau, aber auch an den verspielten Details und dem klaren Farbkonzept. Das Konzept basiert dabei auf meinem Alternativmodell für Set 7947, das ich hier schon vorgestellt habe. Es fügt sich aber viel besser in die aktuellen Lego-Burgen ein und ergänzt diese durch seinen einzigartigen Charakter und die erfrischenden Farben. Die Festung kann mit Hilfe von Gelenken zugeklappt werden, sodass man ein geschlossenes Bauwerk erhält. Gemäß den Vorgaben konnte ich 2 Figuren hinzufügen. Diese stellen eine eigene Fraktion dar, die Bewohner der Seeufergrafschaft. Ihre Festung ist innen mit allem eingerichtet, was man benötigt. Es bleibt aber noch genug Raum zum Platzieren von Figuren. Mit eurer Unterstützung könnte dieses Modell von Lego produziert werden. Falls es euch gefällt, könnt ihr sehr gerne über den Link in der Videobeschreibung dafür abstimmen.